Gnade sei mit euch und Friede von Gott in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute Morgen hier stehen darf. Und ich freue mich auch, dass ich wahrscheinlich den schönsten Teil dieser Predigtreihe über Berufung ergattert habe. Darf ich doch heute über Berufung leben sprechen? Und es ist doch etwas ganz Wunderbares, im Leben der ganz eigenen Berufung folgen zu dürfen und darin seine Begabungen zu entdecken und zu entfalten. Wenn es heute also noch einmal um Berufung leben gehen soll, dann möchte ich gerne mit Ihnen zusammen Berufung durchbuchstabieren. Berufung. Das Wort beginnt mit einem B und einem E. B-E, das heißt, bleibt ewig. Das ist das Erste, was wir festhalten können. Berufung bleibt ewig. Wer seine Berufung lebt, muss sich keine Sinnfrage mehr stellen. Denn sein Leben beantwortet sie jeden Tag neu. Wer seine Berufung lebt, entfaltet sich und lebt seine besten Möglichkeiten. Und er liebt, was er tut. Oder sie liebt, was sie tut. Und das ist dann ein erfüllendes und gelingendes Leben. Ob Menschen ihre Berufung leben können, das gilt auch als Maßstab dafür, wie gut eine Gesellschaft funktioniert. Und eine gute Ordnung ermöglicht es allen Menschen gleichermaßen, ihr Potenzial zu entfalten. Und es ist ganz schlimm, wenn ein Mensch an seiner Berufung vorbeileben muss. Das ist ebenso tragisch wie dumm, denn wenn schon der gesellschaftliche Rahmen manchen es verbietet, ihrer Berufung zu folgen, dann geht die Sache schief. Wenn sie zum Beispiel, nur weil sie Frauen sind oder weil ihnen die materiellen Voraussetzungen fehlen, nicht ihre Berufung leben können. Wenn jemand seine Berufung nicht leben darf, dann fühlt sich das nach einem verfuschten Leben an, was allein schon schrecklich traurig ist. Aber obendrein wissen wir gar nicht, was der Menschheit schon alles verloren gegangen ist, was sie verpasst und versäumt hat, weil wir manchen verweigert haben, ihre Berufung zu leben. Kunstwerke sind nie entstanden, Erfindungen nicht erfunden worden, Fragen sind unbeantwortet geblieben, weil Menschen ihrer Berufung nicht folgen durften. Dann sind sie Hausfrau statt Forscherin geworden, Fließbandarbeiter statt Bildhauer, Soldat statt Philosoph. Und das ist nicht nur für den einzelnen Menschen schlimm, sondern für die gesamte Gesellschaft ist das ein großer Verlust. Wenn ein Mensch seiner Berufung folgen kann, dann ist das nicht nur um seiner selbst willen schön, sondern dann kann dieser Mensch auch einen guten Beitrag für die Allgemeinheit leisten. Glücklich darum auch der Mensch, der seine Aufgabe als seine Berufung annehmen kann. Denn zu einer Berufung gehören ja auch vermeintlich niedere Dienste oder unangenehme Aufgaben oder ungeliebte Aufgaben. Und da hilft es sehr, wenn ich mir klar mache, auch das gehört zu meiner Berufung. Auch dazu bin ich berufen. Dann kann ich diese Aufgaben mit Würde erledigen, weil ich erkenne, auch sie haben ihre eigene Würde. Berufung leben stiftet also Sinn und Freude und das versöhnt auch mit der Anstrengung und dem Verzicht, die mit der Berufung einhergehen. Wir hatten es ja schon von dem Marathonlauf. Wenn wir nach der Berufung Gottes leben, dann entsteht etwas von ewiger Qualität, etwas, was bei Gott zählt und was bleibt. Wenn es in jeder Beziehung gut ist, die Berufung zu leben, dann sollte das doch eigentlich selbstverständlich sein, eben Berufung leben. Wieso braucht man dann noch einen extra Gottesdienst dazu? Unter dem Stichwort Berufung leiden war ja bereits von Widerständen die Rede und dass es sich lohnt, dran zu bleiben.
Gibt es jetzt also noch einen neuen Aspekt, wenn es um Berufung Leben geht? Für mich schwingt in diesem Titel Berufung Leben auch das mit, dass wir festhalten an der Berufung. Und wieder muss ich an Mose denken. Aber wir schreiten auch im Buchstabieren voran. Berufung bleibt ewig. Dann zweitens RU, das bedeutet rettet uns. Unsere Berufung rettet uns. Und das können wir an der Geschichte von Mose auch erkennen. Der hat ja in dieser Predigtreihe schon öfter eine Rolle gespielt. Und zwar Mose, den Gott berufen hatte, sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei in die Freiheit zu führen. In das gelobte Land, in die versprochene Heimat. Die Berufung diente zur Rettung. Rettet uns. Berufung bleibt ewig, rettet uns. Wir haben gehört, dass Gott Mose vorbereitet hat und begabt hat für diese besondere Berufung. Aber wir wissen auch, dass Mose seine Berufung letztlich nicht komplett umsetzen konnte. Das gelobte Land hat er nur von Weitem gesehen. Er selber durfte es nicht betreten. Vieles hat gegen großen Widerstand funktioniert und ist gelungen. Ja, der Auszug aus Ägypten, die Bewahrung in der Wüste. Aber das erklärte Ziel, das hat Mose nicht erreicht. Er selber hat nie im gelobten Land gewohnt. Berufung, Leben, schön und gut, aber wenn jemand das Ziel der Berufung überhaupt nicht erlebt, hat es sich dann gelohnt? Was ist, wenn es am Ende doch nicht rund wird? Wenn alle Mühen umsonst und die Berufung letztlich sich nicht erfüllt hat, ist das dann ein Irrtum gewesen? Berufung finden war der Auftakt zu dieser Predigtreihe. Es kann aber auch sein, dass ich Gott falsch verstehe und dass ich mir nur eingebildet habe, berufen zu sein. Oder Berufung planen. Ein Plan kann auch in die Hosen gehen. Ich persönlich kann ein Lied davon singen. Wie sieht Berufung Leben aus? Gerade wenn es nicht rund wird, wenn es nicht sich komplett erfüllt. Es war eine Geschichte wieder mit Mose, die mir da gute Hinweise gegeben hat. Denn Mose lebt seine Berufung selbst da noch, wo alles und jeder sie in Frage stellt. Alle und jeder, einschließlich Gott, stellen diese Berufung in Frage. Jawohl, Sie haben richtig gehört, Gott selbst hat Moses Berufung widerrufen. Das kann Gott überhaupt nicht. Das wissen wir aus Römer 11, 29. Denn was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und wen er einmal berufen hat, der bleibt es. Manchen ist der Vers vielleicht auch in der Sprache Martin Luthers geläufig. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Soweit hatten wir Berufung ja auch schon durchbuchstabiert, dass wir wissen, sie bleibt ewig. Und als Paulus diesen Satz im Römerbrief aufgeschrieben hat, tat er das ja auch nicht aus dem hohlen Bauch raus, sondern er hat aus dem Alten Testament zitiert. Im 4. Buch Mose 23, Vers 19 heißt es, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Es ist gut, wenn wir wissen, dass Gott seine Berufung nicht zurücknimmt. Und das gilt für alle, die sich an Jesus Christus halten. Es ist eure Berufung, dass ihr Kinder Gottes seid. Und diese Berufung nimmt Gott nicht zurück, niemals. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen, sagt Jesus Christus. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Gott nimmt seine Berufung nicht zurück, aber trotzdem kann es sich so anfühlen, als hätte er sie zurückgenommen. Und dann fragen Sie sich, stimmt das denn wirklich? Sollte ich wirklich Kind Gottes sein? Oder ist ihm das letztlich alles egal? Kümmert er sich? Ist Gott mein liebender Vater im Himmel? Oder bilde ich mir das nur ein? Und Gott ist weit weg und hört nicht. Auch wenn sich das, was ich jetzt gesagt habe, völlig verkehrt anhört, können solche Szenen ganz real werden. Und so ging es Mose. Gott hat seine Berufung zurückgenommen, aber Mose hat seine Berufung gelebt.
hören Sie eine völlig verkehrte Geschichte aus dem zweiten Buch Mose im 32. Kapitel. Die beschreibt, was geschah, nachdem Mose auf dem Berg Gottes die Gebote empfangen hatte. Sie kennen die Geschichte wahrscheinlich. In der Zwischenzeit hatte sich Gottes Volk ein goldenes Kalb gegossen. Vermutlich sollte das mal ein großer Stier werden, Symbol von Kraft und sexueller Potenz. Aber am Ende war halt doch nur ein Kälbchen bei rausgekommen. Es fehlte am nötigsten. Die begrenzten Ressourcen haben mehr nicht erlaubt. Anstelle eines Stierbildes also ein kleines goldenes Kälbchen. Aber immerhin genügte das dem Volk, um drumherum zu tanzen und zu feiern, dass irgendwelche Götzen sie befreit hätten. Und darüber entbrennt Gott nun in Zorn. Ich lese aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 32, die Verse 7 bis 14. Der Herr redete mit Mose auf dem Berg: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen angewiesen habe. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht und es angebetet. Sie haben ihm Opfer dargebracht und gerufen: Das sind deine Götter, Israel, die haben dich aus Ägypten geführt. Weiter sagte der Herr: Ich habe mir dieses Volk angesehen. Es ist ein halsstarriges Volk. Jetzt lass mich, denn ich bin zornig auf dieses Volk und will es vernichten. Aber dich werde ich zu einem großen Volk machen. Mose aber beschwichtigte den Herrn, seinen Gott: Warum, Herr, lässt du dich vom Zorn hinreißen? Es ist doch dein Volk. Du hast es mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt. Warum sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt? Er wollte sie in den Bergen umbringen und vom Erdboden vernichten. Ändere doch deinen Beschluss, lass ab vom Zorn. Hab Mitleid und tu deinem Volk nichts Böses an. Erinnere dich an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel. Denn ihnen hast du mit einem Eid zugesichert: Ich will euch so viele Nachkommen geben, wie Sterne am Himmel sind. Ihnen will ich das ganze Land geben, das ich euch versprochen habe. Sie sollen es für immer besitzen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Volk. Das Böse, das er ihm angedroht hatte, tat er nicht. Eine verkehrte Geschichte, habe ich gesagt. Und Sie haben bestimmt gemerkt, dass hier allerhand verkehrt läuft. Wir buchstabieren also weiter und stellen fest: Berufung, B-E-R-U, bleibt ewig, rettet uns. Und dann F-U, fällt unter. Das klingt jetzt ein bisschen absurd, fällt unter, aber wir haben ja auch noch nicht zu Ende buchstabiert. Es fällt unter Umständen schwer, das jetzt auf Anhieb richtig einzusortieren, aber am Ende wird es passen, das verspreche ich. Fällt unter, wirkt durcheinander, aber hier kommt ja auch allerhand durcheinander, denn Mose erlebt eine verkehrte Welt. Schon gleich zu Anfang behauptet Gott, es sei Moses Volk und Moses habe es aus Ägypten geführt. Bis dahin war eigentlich klar, dass es Gottes Volk ist und Gott selber sein Volk aus der Sklaverei befreit hat. Und er ist ihm vorausgegangen bei Tag in einer Wolkensäule und bei Nacht in einer Feuersäule. Nichts von alledem hätte Mose leisten können, Berufung hin oder her. Aber jetzt, wo es schiefgelaufen ist, ist es auf einmal nicht mehr Gottes, sondern Moses Volk, dein Volk. Und Gott gibt den Rüpel, der sagt: Jetzt lass mich, ich will dieses Volk vernichten. Verkehrte Geschichte, denn niemals muss Gott um Erlaubnis bitten, etwas zu tun. Das ist ja das Schöne am Gottsein. Niemand kann ihm etwas verbieten. Kein Mensch wird ihn daran hindern, zu tun, was er will. Und trotzdem versucht Gott auch noch, Mose zu besprechen,
Mose zu bestechen und verspricht ihm, dass er ihn, Mose selber, zum Stammvater eines neuen, eines besseren Volkes macht. Ein verlockendes, ja geradezu unwiderstehliches Angebot. Kann eigentlich nicht sein, denn Gott kann seine Berufung nicht gereuen. Aber anders als wir hatte Mose vielleicht gerade nicht den schönen Vers aus dem Römerbrief auf dem Schirm. Alles sah danach aus, als hätte Gott wegen der riesigen Enttäuschung seine Berufung zurückgenommen. Und nun sage niemand, das könnte uns nicht passieren. Denn so oft müssen wir gegen den Anschein glauben, so oft scheint uns Gottes gutes Wort in Frage gestellt, weil das Leben so absurd und anders ist, als wir glauben. Ein vergleichsweise harmloses Beispiel. Wir glauben doch, dass Gott uns in eine neue Gemeinschaft berufen hat. Aber seit mittlerweile über einem Jahr hindert uns ein blödes kleines Virus daran, diese Gemeinschaft so zu leben, wie wir uns das vorstellen. Keine Treffen im Gemeindezentrum und die Gemeinschaft im Gottesdienst bleibt virtuell. Unser Einssein in Christus fühlt sich im Moment mehr einsam als einig an. Unsere Gemeinschaft dürfen wir nicht leben. Es scheint so, als sei da ein Teil unserer Berufung aufgehoben. Sie ist es nicht. Aber das Gefühl können wir durchaus nachvollziehen, oder? Berufung leben. Mose tut das. Er lebt seine Berufung und er lebt sie auch gegen den Anschein. Auf dieses verlockende Angebot einer neuen, einer viel besseren Berufung lässt er sich nicht ein. Er willigt nicht in diesen schmeichelhaften Vorschlag ein, selber ein Stammvater zu werden. Er verzichtet darauf, ein allseits geschätzter und gewürdigter zweiter Abraham oder besserer Abraham zu werden. Und ich finde, Mose tut gut daran. Denn wenn er sich darauf einlassen würde, dann wüsste er, dass Gott seine Berufung zurücknehmen kann. Wenn er immer wieder neue Berufungen erlebt, dann kann eine Berufung nicht viel wert sein. Sie scheint kaum belastbar und Mose wäre schlecht beraten, wenn er sein ganzes Leben einer Berufung folgt, die Gott jederzeit wieder von ihm nehmen könnte. Nein, Mose hält treu an dem fest, was Gott gesagt hat. Ich muss da an Jesu Gleichnis von der bittenden Witwe denken aus Lukas 18. Da erzählt Jesus von einem Richter, der längst aufgehört hat, Richter zu sein. Der ist korrupt und bestechlich und es interessiert ihn überhaupt nicht mehr, für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen. Die Witwe ist aber genau darauf angewiesen, weil sie sonst, wo es kein Recht gibt, keine Gerechtigkeit gibt, allen schutzlos ausgeliefert ist. Sie ist schwach. Ihre einzige Chance zu überleben ist, wenn der Richter sich als Richter benimmt. Und darum tut sie wieder besseres Wissen, wieder bessere Einsicht, weiterhin so, als sei der Richter ein solcher, als sei der Richter tatsächlich ein Richter. Sie tut das, weil ihr eine andere Möglichkeit überhaupt nicht bleibt. Aber Jesus behauptet, das funktioniert. Schon allein, weil die Witwe dem korrupten, gottlosen Richter lästig wird, spricht er in ihrem Fall doch noch einmal recht. Er besinnt sich auf sein Richtersein. Nicht aus Überzeugung, sondern allein, weil die Frau ihm lästig ist. Und wie viel mehr, meint Jesus, funktioniert das mit Gott? Ich glaube, dass uns Jesus dieses Gleichnis gegeben hat für den Fall, dass wir an Gott irre werden. Für den Fall, dass wir Gott unsere Berufung als Kinder Gottes nicht mehr glauben. Für einen Fall, wie Mose ihn erlebt hat. In dem Moment ist Gott dem Mose nicht besonders göttlich begegnet. Nicht erhaben und auch nicht souverän. Sondern über die Entgleisung mit dem goldenen Kalb ist Gott zornig gewesen, verletzt und gekränkt, eifersüchtig. Und ja, Mose konnte hier an allem irre werden, an seinem Volk sowieso, das zum wiederholten Mal Blödsinn macht. Er könnte an seiner Berufung irre werden und sogar an seinem Gott, der gerade so wenig göttlich scheint. Berufung leben,
Mose hält an seiner Berufung fest, er beruft sich auf sie. Natürlich kann ein Mensch gegen Gott nichts ausrichten und darum macht Mose etwas sehr Geschicktes. Gegen Gott führt er Gott selbst ins Feld. Mose führt gegen Gott Gott ins Feld. Dem eifernden, zornigen Gott stellt er Gottes Wort von der Berufung entgegen. Sie merken, was hier passiert. Etwas ganz Großes passiert hier. Mose mischt sich in die Willensbildung Gottes ein. Mose übernimmt eine Rolle in Gottes innerem Dialog, denn er argumentiert mit Gottes Wort gegen Gott. BERUFU bleibt ewig, rettet uns, fällt unter. Und jetzt kommen noch als letztes die Buchstaben N und G. Die stehen für neues Gebot. Berufung heißt, sie bleibt ewig, sie rettet uns und sie fällt unter neues Gebot. Das neue Gebot ist das Gebot der Liebe. Mose darf sich in den inneren Ratschluss Gottes einmischen. So weit reicht seine Berufung und genauso weit reicht auch unsere Berufung. Klar sind wir kein Mose, kein Elia, kein Jesaja, kein Johannes oder Petrus. Das weiß ich wohl. Aber wir sind berufen, Kinder Gottes zu heißen und wir sind es auch. Kinder Gottes, das ist unsere Berufung. Und dafür haben wir eine feierliche Berufungsurkunde vorbereitet. Das gehört zu jeder Berufung. Es gibt eine freundliche Ansprache, die haben Sie gehört. Und dann wird auch feierlich eine Urkunde überreicht. Und diese Urkunde, die haben Sie sicher, wenn Sie mit Jesus Christus gehen. Denn dann sind Sie berufen, Kind Gottes zu sein. Sie sollen Kind Gottes heißen und Sie sind es auch. Das steht auch auf ihrer Berufungsurkunde, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und das sind wir auch. Das ist ihre Berufung und die steht fest. Sie merken jetzt diese Berufungsurkunde, die können Sie sich auch zu Hause ausdrucken. Die steht wohl bereit. Da, wo Sie die Arbeitsblätter auch gefunden haben, finden Sie heute zum Abschluss dieser Predigtreihe ihre Berufungsurkunde. Die können Sie sich ausdrucken. Und Sie merken, da ist keine Signatur drunter. Damit hat das etwas Besonderes auf sich. Diese Signatur, die wird nämlich mindestens wöchentlich erneuert. Der Segen, das hört man ja schon an dem Wort, Segen ist die Signatur Gottes, die Unterschrift Gottes, die er jede Woche, mindestens jede Woche erneuert, indem er sie segnet und ihnen bestätigt, ja, das gilt. Du bist geliebtes Kind Gottes. Das ist deine Berufung, das ist dein Beruf. Und als Kinder Gottes dürfen wir uns in Familienangelegenheiten einmischen. Gott will uns mit einbeziehen in seinen Ratschluss und in sein Werk. Deswegen hat er seinen Heiligen Geist ausgegossen in uns. Und das entspricht seinem neuen Gebot der Liebe, der göttlichen Liebe, in die er uns mit einbezieht. Ja, Gott möchte, dass wir ein Wörtchen mitreden, und darum erlaubt er uns zu beten und fürbittend füreinander einzutreten. Darum schafft er diese innige Verbindung, Gott der Vater, zu seinen Kindern. Und wo wir als Kinder Gottes leben, mit Gott in Verbindung bleiben, uns einmischen in seine inneren Familienangelegenheiten, füreinander eintreten in der Fürbitte, da leben wir unsere Berufung. Und auch Mose hat, darum finde ich, seine Berufung voll und ganz gelebt, auch wenn er nicht gesehen hat, wie sie sich letztlich erfüllt hat. Das gelobte Land hat er nur von Weitem gesehen, er hat es nicht betreten. Gott selbst, heißt es, hat es ihn schauen lassen und dann hat er ihn begraben. Juden sagen, Moses sei im Kuss Gottes gestorben. Berufung leben, ich glaube, die Geschichte von Mose zeigt uns, was es bedeutet und wie es geht, Berufung zu leben. Berufung leben, das ist erfülltes Leben selbst dann, wenn sich die Berufung scheinbar nicht komplett erfüllt, so wie bei Mose.
Und von unserer Berufung zu Kindern Gottes wissen wir darum, Berufung bleibt ewig, rettet uns, fällt unter neues Gebot. Die Berufung, die wir empfangen haben, sie bleibt ewig, sie rettet uns, denn sie fällt unter Jesu neues Gebot. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ja, heute haben Sie einige Fragen eingeschickt, die Sie gerne an Pfarrer Galle stellen, um mal zu sehen, vielleicht noch eine Vertiefung auch zu der Predigt mitzuhören. Und so gebe ich mal an dich die Fragen weiter. Die ersten beiden könnte man eigentlich zusammenfassen. Da ist so die Frage, kann Hausfrau oder Fließbandarbeiter keine Berufung sein? Oder fremde Kinder betreuen oder die eigenen Kinder betreuen, ist das keine Berufung? Doch, das ist auf jeden Fall eine Berufung oder kann eine Berufung sein. Ich habe das als Beispiele genommen dafür, dass manche Menschen gezwungen sind, aufgrund der Umstände, weil es vielleicht nicht genug Geld gibt oder aufgrund des Geschlechts oder der Hautfarbe oder des Alters, an ihrer Berufung vorbeizuleben. Und es kann auch sein, dass jemand zum Fließbandarbeiter berufen ist. Wobei, wenn ich mir das angucke, da ist ja schon der Mensch sehr von seiner Arbeit entfremdet. Deswegen weiß ich nicht, ob Fließbandarbeit tatsächlich die Art und Weise ist, wie wir Menschen arbeiten wollen sollen. Aber grundsätzlich gibt es nicht irgendwelche niederen Berufe oder Arbeiten, die keiner Berufung entsprechen. Das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte es plastisch machen. Darum ging es. Ja, Entschuldigung. Das mit dem Kinderbetreuen, natürlich, das ist ein sehr vornehmer Beruf. Das ist ein Zitat von Martin Luther, was ich rausgekürzt habe und wo ich mich jetzt freue, dass ich es doch noch unterbringen kann in diesen 60 Sekunden. Martin Luther hat geschrieben, Papa zu sein zum Beispiel, das war zu seiner Zeit vor 500 Jahren, Reformation, da war die Welt noch nicht so weit wie heute. Da war das irgendwie nicht angesehen, Windeln zu waschen, den Gestank zu ertragen, Kinder zu versorgen, die Frau auch noch. Und Martin Luther hat gesagt, doch, das gehört zu der Berufung eines Papas dazu, dass er das macht und er kann darin auch eine besondere Würde entdecken. Okay, die 60 Sekunden sind vorbei. Ja, nächste Frage, ganz eine persönliche Frage. Was war oder ist Ihre Berufung, die Pfarrstelle hier in Griesheim zu übernehmen und nicht in der Heiligen? Ich habe viel drüber nachgedacht, viel gebetet und da spielen viele Dinge eine Rolle. Ich kann mir das hier in Griesheim, also anders, weder Aheilgen noch Griesheim war irgendwie ein schlechtes Angebot, sondern ich hatte die Wahl zwischen zwei sehr guten Angeboten und ich habe auch in beide Richtungen einen Ruf gehört. Das war nichts Eindeutiges oder so. Letztlich hat es mich hier mehr hingezogen und ich habe das gemerkt an der Stelle, als ich dann die Entscheidung getroffen habe, seit ich mich dafür entschieden habe, hierher in die Melanchthon-Gemeinde nach Griesheim zu kommen, habe ich keinen Zweifel mehr an der Entscheidung. Es ist nichts übrig geblieben, dass ich irgendwie denke, wäre vielleicht in Aheilgen doch besser gewesen oder so. Das ist wirklich, hat sich erledigt. Und warum mir diese Gemeinde gefällt, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ich finde es unheimlich schön, dass es so eine Vielfalt an unterschiedlichen Gottesdienstformen gibt. Ich finde es schön, dass es Glaubenskurse gibt. Und ich finde es schön, dass mir jemand rechtzeitig ein Signal setzt, wenn ich ins Erzählen komme. Ja, also sowas wie eine innere Ruhe und Frieden darüber zu finden und zu sagen, ja, das ist jetzt mein Platz, wo Gott mich hingestellt hat. Eine Frage noch, ist Mose jetzt ein Beispiel dafür, dass die Erreichung eines Zieles ein Staffellauf ist, man in seiner Berufung den Stab trägt, aber erst der Nachfolger ihn dann ins Ziel bringt? Ich glaube tatsächlich, dass das bei Mose so gewesen ist. Er hat das gelobte Land nur von Weitem gesehen und trotzdem hat Mose das sicherlich so erlebt, dass sich seine Berufung auch voll und ganz an ihm erfüllt hat, auch wenn er die Vollendung nicht erlebt hat. Aber so ist es, glaube ich, in jedem Leben, dass wir bruchstückhaft leben und dass vieles fragmentarisch bleibt und eben nicht rund und ganz wird. Und die Vollendung, die kommt erst noch.
Und die werden wir in dieser Welt nicht erleben. Die hat Mose in dieser Welt nicht erlebt und die werden wir vermutlich auch nicht in dieser Welt erleben. Aber Gott wird es vollenden. Und ja, bei Mose war es so, dass dann jemand anders weitergemacht hat und das übernommen hat. Was nicht heißt, dass Mose seine Berufung nicht gelebt hätte. Sozusagen den Stab aufnehmen von jemandem und dann den Stab weitertragen und dann wieder abgeben zum Nächsten. Berufung hält ewig. Berufung, Kinder Gottes zu sein, ja. Aber sich zu etwas berufen zu fühlen, das kann sich doch im Leben ändern, fragt Claudia. Da hat Claudia recht, es gibt auch kleinere Berufungen. Zum Beispiel habe ich mich sehr berufen gefühlt in der evangelischen Stadtmission in Darmstadt. Und das war ein Projekt, das hat einen Anfang und das hat auch ein Ende. Also nicht jede Berufung ist gleichwertig mit dieser großen Berufung, unter der wir stehen, Kinder Gottes zu sein. Das kann sich auf verschiedene Art und Weise ausdrücken. Aber ich denke, dass jede Berufung, die wir leben, zu dieser großen Berufung passen muss. Also wenn ich mich berufen fühle für ein bestimmtes Projekt, für eine Aufgabe, dann muss die übereinstimmen mit meiner großen Berufung, unter der mein Leben steht, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Dann in zwei Fragen, die wollte ich einfach mal zusammenfassen. So, da fragt jemand, sagt, beinhaltet Berufung nicht auch das Bauen des Reiches Gottes oder ist Berufung nicht mehr als nur eine erfüllende Aufgabe, als ein Beruf, also das Bauen des Reiches Gottes? Ja, wo wir als Kinder Gottes leben, da leben wir doch in der Herrschaft Gottes, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Herrschaft Gottes heißt ja, dass es eine Herrschaft geprägt von Liebe ist. Also Gott regiert, aber er regiert als liebender Vater. Und wo ich meine Berufung, Kind Gottes zu sein, wahrnehme, wo ich mein Leben so lebe, da baue ich Reich Gottes. Da baue ich Herrschaft, baue ich mit an der Herrschaft Gottes, einmal weil sie in mir wirkt und weil das auch nach außen ausstrahlt. Und Berufung in dem Sinne ist auch was anderes als der Beruf, den ich ausübe. Das sollte, wie gesagt, zusammenpassen, aber Berufung ist die große Überschrift, unter der dann eben auch der Beruf und der Rest steht. Vielleicht beantwortet das auch so ein Stück diese nächste Frage, wo die Frage ist, so kann ich mehr als eine Berufung haben? Mehr als eine Berufung? Na, also mehr als die große Berufung geht nicht, das ist das Allerbeste. Eine tollere Berufung wird es nicht mehr geben für uns, weil was will man, wenn man alles hat, was will man dann noch mehr? So, und jetzt habe ich den Faden verloren. Nochmal bitte. Kann man mehr als eine Berufung haben? Das sind also diese speziellen Berufungen sozusagen. Ach so, ja. Vater, Mutter zu sein oder irgendwas. Ja, klar. Ich habe übrigens auch mehr als die Berufung, hier in der Melanchthon-Gemeinde dann hoffentlich bald ab Juni Pfarrer zu sein. Ich bin auch berufen, Familienvater zu sein und Ehemann. Das sind alles meine Berufungen und die passen auch alle sehr gut zusammen und passen auch unter die große Überschrift. Jetzt nochmal eine Frage, die so an diese Geschichte von Moses anknüpft. So, da ging es um den Zorn Gottes. Wie kann ich Gottes Zorn eigentlich erkennen? Es gibt ja genug Grund dazu. Wie verhandle ich mit ihm? Und wie erkenne ich, dass ich richtig liege? Mose macht das ja so, er prüft Gottes Wort mit Gottes Wort. Also er macht eine Erfahrung und gleicht das ab mit dem, was er sonst von Gott weiß und über Gott weiß. Und mit der Heiligen Schrift haben wir einen sehr guten Maßstab, den wir anlegen können und mit dem wir prüfen können. Wie erkenne ich Gottes Zorn? Jetzt könnte man überlegen, ist die Pandemie zum Beispiel, die wir gerade erleben, ist das ein Erweis von Gottes Zorn? Und den Gedanken würde ich gründlich prüfen anhand der Heiligen Schrift und zusehen, was passt da zusammen? Passt das zusammen? Und innerhalb der Heiligen Schrift ist es dann ja auch noch so, dass wir da einen guten Kompass haben. Martin Luther hat das, ich komme wieder auf Martin Luther zurück, der hat das so gesagt, naja, was zu Jesus passt in der Heiligen Schrift, daran sollen wir uns halten. Er hat natürlich nicht gesagt, was zu Jesus passt, sondern was Christum treibet, also was diese Bewegung Gottes auf die Menschen zu, das Mitleid Gottes mit uns Menschen, was dazu passt, das soll der Schlüssel sein, mit dem wir die Heilige Schrift interpretieren. So würde ich es prüfen. Und dann eine Frage, die geht mehr so aus einem Krisenmodus heraus.
Da fragt jemand und sagt, meine Eltern sind ganz in ihrem Beruf aufgegangen, aber Zeit für uns, also wahrscheinlich für die Kinder, war wenig da. War das dennoch deren Berufung? Jetzt kenne ich die Eltern nicht, ich kenne die Kinder nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht mal die Eltern fragen, wie sie das im Nachhinein sehen. Es gibt es durchaus, dass Leute jahrelang etwas tun, weil sie meinen, das ist ihre Berufung, und dann hinterher merken sie, ich habe es doch irgendwie falsch angepackt und habe darüber meine eigentliche Berufung als Mutter, als Vater vernachlässigt. Tragisch, wenn das so ist, aber die Frage können letztlich nur die Eltern beantworten. Dann würde ich also die fragen, und ich erlaube mir da kein Urteil. War Mose eigentlich wirklich berufen, ins gelobte Land zu kommen? Also selber war die Berufung nicht, das Volk dorthin zu führen, und dies hat er doch erreicht. Ja, das ist eine Frage an meine Bibelfestigkeit. Also da gab es ja eine blöde Szene am bitteren Wasser, an dieser Quelle, wo ich auch gar nicht weiß, was Mose und Aaron da so schrecklich verkehrt gemacht haben, aber irgendwas hat Gott da nicht gefallen. Und danach war eben klar, dass Mose das gelobte Land nicht sehen würde. Ob das nun im Widerspruch zu seiner Berufung stand, ob Gott da was zurückgenommen hat, sei dahingestellt. Man muss es nicht so lesen, man könnte es so verstehen. Keine Antwort. Und dann fragt noch jemand und sagt, Berufung, Leben ist doch etwas Schönes und etwas Kraftgebendes. Wie stehst du dazu? Ich hatte gehofft, dass der erste Teil, also das erste Viertel meiner Predigt genau das sagt. Ja, es ist was Wunderschönes, wenn ich meine Berufung leben kann, und es ist tragisch, wo das nicht ermöglicht wird. Also Berufung, Leben, und da bleibt ewig, hatte ich eben versucht zu zeigen, dass da auch etwas von ewiger Qualität entsteht, wenn ein Mensch seine Berufung leben darf. Da sagt Gott sogar dazu, das hat Bedeutung, das hat in Ewigkeit Bedeutung, wenn jemand seine Berufung als Kind Gottes lebt und wenn jemand sich von Liebe leiten lässt, dann ist das etwas von ewiger Qualität, ja. Wunderschön. Ja. Eine letzte Frage, zunächst eine Aussage. Vielen Dank für die super Predigt. Sehr gerne. Und dann ist aber noch eine Frage angeknüpft. Geht Berufung der Umstände wegen auch nah aneinander? Also so verstehe ich das. Hier steht zum Beispiel Krankenschwester anstatt Arzt. Vielleicht kann das so sein, naja, ich wollte eigentlich Arzt werden, aber die Umstände haben dazu geführt, ich wurde Krankenschwester. Ist das dann auch meine Berufung? Ja klar, die kann sich auf verschiedene Arten und Weisen ausdrücken und nicht nur in einem Beruf oder also in einem feststehenden Berufsbild, sondern ist ja die Frage, was dahinter steht. Also sowohl bei der Krankenschwester als auch beim Arzt unterstelle ich, dass es vor allem darum geht, Menschen zu helfen, Menschen zu heilen und nicht unbedingt um Geld zu scheffeln. Gut, ein Arzt verdient wahrscheinlich mehr als eine Krankenschwester. Bei der Krankenschwester ist es noch offensichtlicher, welche Motivation dahinter steckt, nämlich zu helfen. Und diese Berufung setzt sie auf die Weise um. Ich habe mich zum Beispiel, also ich glaube schon, dass ich eine Berufung habe fürs Pfarramt. Ich habe ja auch mal eine Urkunde gekriegt und da ist auch ein großer dicker Stempel drauf. Und diese Berufung nehme ich sehr ernst, aber in der Stadtmission in Darmstadt war ich nicht Pfarrer, sondern Stadtmissionar und habe auf die Weise diese Berufung, die ich mit der Ordination gehört habe, gelebt. Das geht auch. Meine Berufung kann ich in Berufsfeldern leben, völlig klar. Ja, vielen Dank Ihnen allen für die vielen Einsendungen und der Fragen und auch die neugierigen Fragen, und vielen Dank auch für die schnellen und oft unter 60 Sekunden laufenden Antworten. Sehr schön.